Genau, ich freue mich. Ich möchte Ihnen hier etwas berichten, die Ergebnisse eines Projektes, die die Infrastruktureinrichtungen der Uni Stuttgart, Höchstleistungsrechenzentrum, Bibliothek und Rechenzentrum, gemeinsam mit zwei ingenieurwissenschaftlichen Instituten durchgeführt hat in den letzten 2 Jahren. Das Ganze hier ist jetzt aus der Sicht von einem der Institute, der Aerodynamik, die sich mit numerischer Strömungsmechanik beschäftigen. Ich sehe schon, dass alles, was ich sage, wunderbar vorbereitet wurde von allen meinen Vorrednern. Wir hatten hier ja das Thema Open Science Offenheit als neue Offenheitskultur, die so ein ganz wichtiger Treiber des Themas Forschungsdatenmanagements ist, wo es ja quasi darum geht, Reproduzierbarkeit, gemeinsame Datenbasis und sowas, von dem man ja eigentlich gerne hätte, dass die anderen das vor allem machen, um selber davon zu profitieren. In unserem Projekt haben wir aber auch gesehen, dass Forschungsdatenmanagement durchaus auch unmittelbare Vorteile und eine interne Wirkung hat, insbesondere in solchen Bereichen wie dem numerischen der Strömungsmechanik, in der es einfach darum geht, einen Überblick über seine eigenen Daten zu finden und zu behalten und irgendwie einen riesigen Parameterraum irgendwie im Griff zu behalten. Das heißt, dass wir Forschungsdatenmanagement also nicht nur betrachten aus dieser Offenheitsperspektive, sondern eben auch aus so einer internen Perspektive, wie schaffe ich es denn, meine eigenen Daten wiederzufinden, nicht nur die der anderen. Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, gerade hier im Bereich numerische Simulation, ist einfach durch diesen enormen Anstieg an Rechenpower, die zur Verfügung steht, sind einfach die Verfahren, die man nutzen kann und die Simulationen, die man tun kann, sehr, sehr, sehr viel genauer und damit aber eben auch komplexer geworden. Die Datenmenge steigt exponentiell und was eben auch steigt, ist die Komplexität der Berechnungen, die man an der Stelle tun kann und eben damit dann auch macht. Pro Simulation werden Daten in Größenordnung von Terabytes erzeugt in diesem Bereich. Die eigentliche Datenmenge ist aber zumindest aus Sicht unserer Ingenieurspartner gar nicht so das ganz, ganz große Problem, weil diese ganz, ganz großen Datenmengen, diese ursprünglichen Rohdaten, man eigentlich gar nicht unbedingt langfristig braucht, die oft einfach auch wieder gelöscht werden können nach Simulation und durch Datenkompression auch wirklich beträchtlich so ein bisschen in den Griff bekommen werden. Was aber wirklich ein Problem ist, ist die Datenverwaltung. Dort irgendwie ein Parameterraum, der aus sehr vielen Randbedingungen, sehr vielen verschiedenen Gitterpunkten und Einflussgrößen auf die Simulation irgendwie im Griff zu behalten, einfach dadurch, dass nicht nur sehr große Datenmengen erzeugt werden, sondern einfach auch sehr, sehr viele Daten. Also dass für eine Fragestellung durchaus 1000 Simulationen durchgeführt werden in einem Projekt und einfach den Überblick über diese 1000 Simulationen irgendwie zu behalten, eigentlich eins der Probleme ist, die wir in diesem Projekt versucht haben, ein bisschen anzugehen. Genau, den Forschungsdatenzyklus haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen, um zu festzustellen, um eben das zu tun, um den Überblick über die eigenen Daten zu behalten, muss man früh anfangen im Prozess. Es reicht nicht bei der Publikation erst anzufangen, sich irgendwelche Metadaten auszudenken, sondern das muss irgendwie schon vorher passieren. Idealerweise natürlich ohne zusätzlichen Aufwand, was nicht realistisch ist, aber möglich mit nur so wenig Aufwand, dass es die Vorteile den Aufwand aufwiegen. Sagen wir so ganz am Anfang schon, wenn man das Projekt plant, werden jetzt solche Dinge festgelegt, wie die Fragestellung, um welche Strukturen geht es, was für ein Modell will man verwenden, für die Randbedingungen, was für eine Literatur spielt da alles mit eine Rolle, prinzipieller Aufbau des Projekts. Und schön wäre es natürlich, wenn schon in dem Zeitpunkt solche Informationen dokumentiert werden, die ja klassisch die Informationen sind, die sich später nicht mehr so wahnsinnig viel ändern und die für die ganzen vielen Simulationen, die erzeugt werden, eigentlich alle gelten. Später dann wird in dem Bereich erstmal eine ganz große Menge von Vorsimulationen quasi, um überhaupt die richtige Konfiguration zu finden, durchgeführt, einerseits wie eng und feinmaschig oder soll die räumliche Auflösung sein, das Gitter, das man betrachtet, welche Randbedingungen will man sich ansehen und auch welche numerischen Parameter gibt es, die wichtig sind, sodass also in dieser Vorphase, bevor die eigentlichen Daten produziert werden, schon so in der Größenordnung 1000 Simulationen durchgeführt werden. Die eigentlichen Daten dieser Simulation, die braucht man später eigentlich nicht mehr. Es geht da hauptsächlich darum zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht von dieser Konfiguration. Hier soll simulieren, dass dieser Teil jetzt schon nicht mehr auf dem lokalen Arbeitsplatzrechner durchgeführt wird, sondern eher in so HPC-Höchstleistungsrechnerzentren und Clustern. Und
eben, aber diese Informationen, welche Parameter habe ich, was funktioniert und was funktioniert nicht, dass das die Informationen sind, die im Forschungsdatenmanagement irgendwie dokumentiert werden sollten. Und jetzt sieht man, 1000 Simulationen, da gibt natürlich keiner alle diese Parameter manuell ein. Das heißt, es muss irgendwie automatisiert oder zumindest teilautomatisiert passieren. Und wenn es dann um die eigentliche Produktion der Daten geht, die, auf der dann später die, so eine Veröffentlichung beruht, ist die Anzahl der Simulationen gar nicht mehr so groß, das wird schon ein bisschen kleiner. Jetzt geht es aber darum, aus mehreren Simulationen die Daten sich anzusehen, die zu kombinieren, miteinander in Verbindung zu setzen und eben dieses Verknüpfen verschiedener Datensätze in die Analyse mit einzunehmen, dann wieder die Dokumentation, welche Methode habe ich zur Analyse verwendet, welche Parameter habe ich hier verwendet. Diese Informationen sind die, die in dieser Phase wichtig zu dokumentieren wären. Und zum Schluss bei der Publikation, auch wieder dort zu sagen, die eigentliche Textpublikation zu verknüpfen mit den zugrunde liegenden Daten, die Daten langfristig auffindbar zu machen und die Reproduzierbarkeit einer Publikation irgendwie sicherzustellen, indem einfach die wesentlichen Daten, die man braucht dafür, irgendwie zur Verfügung zu stehen. So, das haben wir jetzt alles schon gehört. Was haben wir jetzt gemacht, um das irgendwie anzugreifen, das Problem? Wir haben nicht das ganze Problem gelöst, aber wir haben begonnen. Zuerst haben wir begonnen, damit uns zu überlegen, was genau muss man denn jetzt alles dokumentieren? Also was brauchen wir an Metadaten, an Metadatenkategorien? Haben festgestellt, neben dem Datensatz an sich und so allgemein beschreibenden Informationen ist ganz wichtig, quasi das Objekt, also der Gegenstand, den ich betrachte irgendwie in meiner Forschung. Welche Komponenten hat es, in welcher räumlichen und zeitlichen Auflösung schaue ich mir das an? Was gibt es da für Randbedingungen, die beachtet werden müssen? Und andererseits eben auch diesen Aspekt, wie genau ist das alles entstanden? Also in welchen Verarbeitungsschritten, mit welchen Methoden, welchen Parametern, mit welcher Hard- und welcher Software sind genau diese Daten entstanden, auf denen eine Publikation beruht? Und dann natürlich auch, wer ist dazu beteiligt, zu welchem Projekt gehört das, zu welcher Publikation gehört das und welche Leute sind da mit dabei? Daraus haben wir dann versucht, ein Metadatenschema zu machen, namens Engmeta, das eben diese Bereiche versucht abzudecken. Also einerseits diesen allgemeinen Beschreibungsbereich, in dem es so allgemeine Beschreibungen gibt. Wer hat es gemacht? Was für einen Titel? Was für eine Beschreibung hat es? Keywords? Sowas, was man klassisch von Textpublikationen kennt. Aber auch mit einer Möglichkeit, das ist irgendwo da oben, das Feld Success, zu sagen, was hat denn geklappt und was hat nicht geklappt. Um eben auch gerade Misserfolge mit dokumentieren zu können, damit man Fehler nicht jedes Mal nochmal fünfmal machen muss. Es gibt nur so einen technischen Bereich, in dem man sagen kann, gut, was für Dateien habe ich tatsächlich, in welchen Formaten sind die, was haben die für Checksummen, sowas. Und auch rechtliche Informationen über Embargos oder auch Lizenzen, die man hat. Und dann aber eben einen wichtigen Bereich, einer so zu prozessbasierte Informationen, was ist passiert, bis diese Daten entstanden sind und andererseits eben so einen fachspezifischen Bereich, in dem man sagt, was genau habe ich mir denn angeguckt, was war meine Fragestellung, welche Variablen habe ich erfasst, welche Variablen spielen da noch eine Rolle, in welcher räumlichen und zeitlichen Auflösung und auch was für Parameter sind da noch wichtig. Warum das Ganze jetzt so verschieden hell und dunkel ist, sind die Ergebnisse einer Befragung, die wir bei uns in Stuttgart mit so ungefähr 90 Ingenieuren durchgeführt haben, dass wir sie gefragt haben, was davon ist wie relevant für euch, welche dieser Beschreibungskategorien und je dunkler, umso relevanter. Also was für unsere Ingenieure am entscheidendsten war, sind tatsächlich diese fachspezifischen, genau die Fragestellung der Forschungsfragestellung betreffenden Informationen. Und das sind natürlich genau die in so klassischen Metadatenschemata halt nicht, die es halt nicht gibt. Gut, jetzt hatten wir also auch wieder irgendwas, mit dem wir es beschreiben können. Jetzt aus dem Beispiel vorher, was da so in dieser Tabelle irgendwie wichtig war. Gitter wäre so die räumliche Auflösung, Randbedingungen, Kommentare, die klassisch sonst irgendwie da wären, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt und eben auch ganz wichtig die Methode, die verwendet wurde und deren Parameter. Jetzt ist es eben das, in der Vielzahl von Daten, die wir da beschreiben wollen, ist es eben enorm wichtig, dass diese Metadatenerfassung irgendwie so automatisiert wie möglich passiert. Wie wir jetzt da dran gegangen sind, so, dass viele von diesen Metadaten schon in irgendeiner semi-strukturierten Form eigentlich vorliegen. Ganz viel in den Input-Files der Simulationscodes, in Log-Files, die dabei rauskommen, oder auch in Konfigurations-Files, die so Input sind für die Simulationen. Da sind ganz viele Parameter, Methoden und sowas stehen da eigentlich drinnen. Also ist nur die Herausforderung, wie kriege ich die raus und kriege die irgendwie strukturiert abgelegt.
Dafür haben wir bzw. der Björn Schimbera vom HLRS in Stuttgart so ein kleines Tool geschrieben, Extracting heißt es, das aus diesen Log- und Input-Files die Metadaten rausparst, also rauszieht und eben in ein strukturiertes Format, in dem Fall Engmeta, überführt. Das ganze Ding ist konfigurierbar, weil natürlich jede Simulationssoftware steht es ja woanders, ne, die Information und mit einem anderen Key. Das heißt, es gibt dann so einen Konfigurationsfile, mit dem man sagen kann, guck in der und der Datei, mit der und der Endung, an der und der Stelle und da steht dann die und die Information. Was dann da rauskommt, ist quasi Engmeta und dieses Engmeta binden wir dann ein in unser Datenrepositorium. Darüber haben wir jetzt heute ja auch schon viel gehört. Also bei uns heißt es Starus. Wir, so ähnlich wie bei Helmholtz, ist bei uns das Datenrepositorium nicht nur zum Veröffentlichen da, sondern eben eigentlich als Metadatenspeicher aller Forschungsdaten in allen Zyklen, im Datenzyklus, Datenlebenszyklus. Unser Repositorium basiert auf Dataverse, das ist auch Open Source Software, entwickelt in Harvard. Wir haben dort Engmeta quasi integriert als zusätzliches Metadatenschema. Und was uns an dem System besonders gefallen hat, war, dass man dort, gibt so Bereiche, Data Versus, und für jeden Bereich kann man definieren, welche Metadaten dort, also kann man eigen für jeden Bereich definieren, welche Metadaten dort wichtig sind. So, diesen ganzen Prozess entwickeln und testen wir so ungefähr seit einem Jahr. Was wir dabei gelernt haben ist, diese Automatisierung kam dann erst ziemlich spät, wurde die fertig in diesem Testzeitraum. Und wenn es nicht automatisiert ist, dann kommen da keine Metadaten. Also das war die erste Sache, die wir gelernt haben. Also kein Mensch macht es manuell, irgendwie die Metadaten eingeben. Und was wir aber auch gemerkt haben ist, Dataverse ist eine Repositorium-Software, die ist eigentlich gedacht für Veröffentlichungen. Und wir missbrauchen die ja so ein bisschen für noch einen anderen Zweck. Das heißt, die ganze Ansicht von Dataverse zeigt halt genau die Informationen, die man braucht, wenn man einen Datensatz zitieren will und nicht unbedingt, wenn man seine Daten verwalten will und irgendwie da eine schöne tabellarische Übersicht haben will. Das heißt, eigentlich braucht es nochmal eine andere Sicht auf die Daten. Da sind wir also noch dran, sowas zu machen. Und was wir auch für Herausforderungen haben, ist die großen Datenmengen. Wie kriegen wir das hin? Die wollen ja nicht gerne bewegt werden. Wie kriegen wir das hin, die irgendwie anders anzubinden oder auch die überhaupt ins System reinzubekommen, die ganz großen Datenmengen? Und ein Punkt, an dem wir auch gerade sind, diese Verknüpfung von Datensätzen, wie kriegen wir das automatisiert hin? Dass ich sagen kann, auf diesen drei Grunddatensätzen, Rohdatensätzen basiert meine Analyse und wie kriege ich jetzt hin, dass ich das auch noch automatisiert abgebildet bekomme in unserem System? Genau, also damit wäre ich im Prinzip auch fertig. Die Problemstellung war die Verwaltung von und Übersicht über sehr viele und umfangreiche Daten. Was wir gemacht haben, ein Datenrepo als Metadatenspeicher zu nutzen, Engmeta als Metadatenschema und eine weitgehend automatisierte Erfassung der Metadaten in der Hoffnung, dass wir ganz früh strukturiert beschriebene Daten haben und dann eben das Teilen und Veröffentlichen der Daten nicht mehr so ein Act ist. Also einfach nur noch ein Klick. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt's Fragen? Also ich hätte dann gleich mal eine. Ihr habt euer Schema ja gleich Engmeta genannt, ne? Also ich nehme an, das steht für Engineering Metadata. Der Fokus schien es ja, lag erstmal auf den Simulationen. Ist das schon weitergedacht? Also sprich in Richtung Modularität zum Beispiel, dass auch andere Metadaten aus anderen Engineering-Bereichen dort mit reinkommen können? Genau, also grundsätzlich ist das ganze Schema eigentlich in Wahrheit noch nicht mal besonders spezifisch ingenieurwissenschaftlich. Also ich war in Leipzig vor 4 Wochen oder irgend sowas, hat einer gesagt, was ist jetzt eigentlich daran ingenieurwissenschaftlich spezifisch? Ich gesagt habe, eigentlich nichts. Um das spezifisch zu machen, müsste man da noch viele Vokabulare dahinter hängen. Und das ist eigentlich genau auch der Punkt, wo man es dann spezifisch machen kann, wieder für verschiedene Fachbereiche. Wir haben das ziemlich offen gehalten, indem alle Parameter und alle Methodennamen und sowas keine Vokabulare dahinter hängen erstmal, sondern die einfach frei definiert werden können. Und genau das ist der Punkt, wo es dann fachspezifisch wird. Ich meine, welche Parameter spielen eine Rolle, welche Methoden spielen eine Rolle, welche. Und das ist dann genau der Punkt, wo es weitergeht. Welche Vokabulare verbinde ich damit? Also was hänge ich dahinter, um es eigentlich fachspezifisch zu machen? Und ist es geplant, da zum Beispiel, also zum Beispiel bei eurem System, dann in der automatischen Metadatenextraktion
durch Analysen semantisch dann auch die Vokabulare mit abzubilden oder dem Wissenschaftler dann, wenn er manuell Dinge ausfüllen muss, Vokabulare mit zur Verfügung genau, das stellen? Problem ist, dass es so viel, arg viel Vokabulare eben noch nicht gibt. Mhm. Da arbeiten andere Gruppen in Deutschland dran. Die PTB arbeitet an Vokabularen. Es gibt jetzt innerhalb von NFDI for Ing so eine Gruppe Metadata for Ing, die sich so schaut, wer arbeitet in dem Bereich und wie kann man da zusammenarbeiten. Und ich vermute, wir werden die Vokabulare nicht selber entwickeln. Wir sind aber eben sehr interessiert daran, diese Vokabulare, die jetzt an verschiedenen Stellen in Deutschland entstehen, bei uns wieder anzubinden und zu sagen, wie kriege ich die bei uns rein. Danke. Weitere Fragen? Verwenden Sie auch das DOI-System zur Referenzierung? Und wenn ja, Sie haben ja jetzt viele Versionen, also sowohl inhaltlich modifiziert als auch wahrscheinlich zeitlich in irgendeiner zeitlichen Reihenfolge. Bilden Sie das dann auch mit DOI-Versionen ab oder wie machen Sie das? Genau, also wir haben grundsätzlich DOIs halt in Darus, die vergeben werden. Sobald ein Datensatz veröffentlicht wird, ab dem Moment gibt es Versionierung. Alles, was vorher verwendet, also vorher verändert wird, wird nicht getrackt. Jeweils nicht von diesem System. Und ab dann, ja. Noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann noch einmal vielen Dank.